Ich heiße Tshering. Ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Mit meinem kleinen Bruder und meiner Cousine lebe ich in einem Tal, in einer kleinen Hütte direkt neben der Schule. Hier bin ich für alles verantwortlich. Wie eine Mutter muss ich mich um alles kümmern. Waschen, kochen und sauber machen. Wo ist dein Bruder? Hilft ihr dir nicht? Er spielt mit den anderen. Habt ihr schon für den Mathe-Test gelernt? Nein, keine Zeit. Und du? Ja, ein bisschen, aber ich verstehe es einfach nicht. Meine beste Freundin heißt auch Tshering. Sie kommt aus demselben Dorf wie ich und wohnt in der Hütte gleich hinter meiner. Wir machen alles zusammen. Während der Woche muss ich in der Hütte leben. Mein Dorf ist zu weit von der Schule entfernt und der Weg durch den Wald zu gefährlich. Ungefähr 40 Kinder wohnen in den Hütten. Einige mit ihren Großeltern, aber ein paar auch alleine, so wie ich. Als ich noch im Dorf gelebt habe, hat meine Mama alles gemacht. Sie hat gekocht und sich um das Haus gekümmert. Ich war dort einfach nur ein Kind. Von früh bis spät muss meine Mama auf dem Feld arbeiten und kann nicht bei uns sein. Aber sie weiß, dass Bildung sehr wichtig ist. Deshalb schickt sie uns zur Schule. Was steht hier? Langsam kamen die Wildschweine näher. Und der Fuchs lauerte. Oft koche ich Kartoffeln, Spinat, Chili und Kohl. Mein Lieblingsessen ist Spinat mit Käse. Aber das kann nur meine Mama richtig gut. Sie hat mir auch beigebracht, Ordnung zu halten. Aber es ist anstrengend, sich immer um alles zu kümmern. Ich vermisse meine Mama oft. Licht aus. Manchmal schreibe ich abends meine Gedanken in ein Tagebuch. Wenn ich groß bin, möchte ich Ärztin werden. In unserem Dorf gibt es keinen Arzt. Ich könnte den Menschen dort helfen, vor allem auch meiner Mama, denn sie wird alt. Ihr Bein tut ihr schon seit langem weh. Doch mein großes Problem ist Mathe. Wenn ich da nicht besser werde, schaffe ich es nie, Ärztin zu werden. Aufstehen! Ich wache immer um 6 Uhr auf, ganz ohne Wecker. Dann waschen wir uns und bereiten uns für die Schule vor. Um meinen kleinen Bruder macht sich meine Mama keine Sorgen. Ich kümmere mich gut um ihn und achte darauf, dass er zur Schule geht. Die Schule ist direkt neben unserer Hütte. Wir können bequem hinlaufen. Jeden Morgen machen wir zuerst die Schule sauber. Heute bin ich mit Zahnschmerzen und einer dicken Backe aufgewacht. Der Zahn quält mich schon länger. Wenn ich krank bin, fühle ich mich einsam. Dann fehlt mir meine Mama besonders. Guten Morgen, Klasse. Kann mir jemand sagen, was wir in der letzten Stunde gelernt haben? Tshering. Bruchrechnen mit gleichem Nenner. Wie bitte? mit gleichem Nenner. Okay, kannst du der Klasse erklären, was ein gleicher Nenner ist? Ich hasse Mathe. Bruchrechnen macht mir Kopfschmerzen. Ich verstehe nicht, warum einige Zahlen über und andere unter dem Strich stehen. Ich weiß nicht, warum wir das überhaupt lernen müssen. Tshering, weißt du es oder brauchst du Hilfe? Hilfe. Okay, Tikaram, kannst du helfen? Setz dich bitte, Tshering. Tshering, bitte lerne mit Tikaram zusammen, dann kannst du eine gute Note im Mathe-Test bekommen. Wenn du den Test nicht bestehst, kann es sein, dass du nicht in die 7. Klasse versetzt wirst. Und wie lautet das Ergebnis hier? Ich strenge mich in der Schule wirklich an. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, weiß ich, dass Lernen wichtig ist. Ich möchte später mal nicht so hart arbeiten müssen wie meine Mama. Mit einer guten Schulbildung kann ich mir jeden Traum erfüllen. Ich kann einen sicheren Job finden und bin auf niemanden angewiesen. Was haben wir gestern gemacht? Am meisten liebe ich den Unterricht in Dzongkha, unserer Landessprache. Wer möchte dieses Kapitel vorlesen? Tshering, bitte steh dazu auf. Beim Bogenschießen schließen wir Wetten ab. Dzongkha ist meine Muttersprache. Deshalb verstehe ich alles, was der Lehrer uns beibringt. Ich fühle mich dann klug. War das richtig? Ja. Gut, setz dich hin. Dann sehen wir uns morgen wieder. Danke. Tshering, warte mal kurz. Was ist mit deiner Backe los? Ich habe Zahnschmerzen. Du solltest mit deiner Mutter darüber sprechen. Du musst zum Arzt gehen. Okay. Falls deine Mutter keine Zeit hat, organisiere ich jemanden, der dich morgen zum Arzt bringt und sage dem Schuldirektor Bescheid. Okay, geh jetzt etwas essen. Mein Dzongkha-Lehrer ist mein Lieblingslehrer. Ich kenne ihn seit der 1. Klasse. Er wohnt in der Nähe unserer Hütte. Wenn wir ein Problem haben, können wir uns an ihn wenden. Er hilft uns immer. Mama? Hallo? Ich habe solche Zahnschmerzen. Oh. Ich habe aber keine Zeit, mit dir zum Arzt zu gehen. Mein Lehrer hat gesagt, dass er mir hilft. Das ist gut. Ja. Dann melde dich bitte wieder nach dem Arztbesuch. Okay. Das Handy ist das Wichtigste, was ich habe, denn ich kann damit meine Mama anrufen, wenn ich krank bin. Mein Bruder hat mir das Handy vor einiger Zeit geschenkt. Seitdem habe ich mehr Freunde. Die Mädchen wollen immer Fotos damit machen. Also haben sie sich alle mit mir angefreundet. Darüber bin ich sehr froh. Der nächste Arzt ist 1,5 Stunden von unserer Schule entfernt. Wenn uns niemand fährt, ist es unmöglich, dorthin zu kommen. Als ich in meinem Dorf krank war, hat meine Mama für mich gesorgt. Jetzt kann ich es mir eigentlich nicht leisten, krank zu sein, weil ich mich hier ja um alles kümmern muss. Dein Backenzahn ist sehr stark entzündet. Wir müssen die Wurzeln behandeln. Dafür musst du in den nächsten 4 Wochen einmal die Woche kommen. Oder wir ziehen den Zahn, sobald die Entzündung abgeklungen ist. Du hast die Wahl. Hallo Mama. Hallo. Ich war gerade beim Arzt. Oh, gut. Ich mache mir Sorgen, dass ich wegen der Zahnschmerzen nicht für den Mathe-Test lernen kann. Aber die Ärztin hat mir Medikamente gegeben. Ich muss noch ein paar Mal wiederkommen. Du hast keine Zeit, da ständig hinzugehen. Und ich auch nicht. Am besten die ziehen den Zahn. Meine Mama hat gesagt, dass der Zahn gezogen werden muss, weil sie keine Zeit hat. Wenn sie das sagt, muss ich das wohl machen. Der Unterricht endet normalerweise um 16 Uhr. Dann bin ich oft sehr müde, muss aber noch das Abendessen vorbereiten. Danach fällt es mir schwer, mich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. Ich weiß nicht, wann ich für den Mathe-Test lernen soll. Mein Lehrer hat gesagt, dass ich mit Tikaram lernen soll, denn er ist wirklich gut in Mathe. Tika lebt mit 5 weiteren Kindern in einer kleinen Wellblechhütte. Sie haben es noch schwerer als wir, denn sie haben keinen Strom oder Gas. Sie kochen auf offenem Feuer. Es ist schwer für sie, ausreichend Holz zu finden. Auch der Rauch in der Hütte ist furchtbar. Warum müssen wir das eigentlich im Kopf rechnen, wenn das Handy es auch machen kann? Sieh mal hier. Da kommt der Nenner hin. Danke, Tika. Okay, bis dann. Auf den Samstag freue ich mich immer sehr, denn dann gehen wir ins Dorf zu meiner Familie. Dort kann ich mit meinen Geschwistern und meinen Cousinen spielen. Ich liebe das Dorf. Hier in der Hütte fühle ich mich nicht zu Hause. Das Dorf ist mein Zuhause. Wir brauchen etwa 3 Stunden, um den Berg zu unserem Dorf hochzulaufen. Das ist ganz schön anstrengend. Seht mal, das große Loch im Boden. Am meisten freue ich mich, meine Mama wiederzusehen. Endlich! Ich habe schon auf euch gewartet. Hallo Mama, was hast du gerade gemacht? Reis gesät. Meine Familie ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Ich liebe es, im Dorf zu sein. Hier bin ich glücklich und kann wieder Kraft schöpfen. 1, 2, 3. Los, 1, 2, 3. Jetzt ist alles verdreht. Brauchst du Hilfe, Mama? Nein, ich schaff das schon. Geht ruhig spielen. Nach der Tradition werde ich mal das Land unserer Familie erben, weil ich die einzige Tochter bin. Ich muss mich dann um den Acker, die Tiere und das Haus kümmern und für meine Mama sorgen, wenn sie alt ist. Aber ich möchte keine Bäuerin werden, sondern Ärztin. Dann kann ich die Menschen hier heilen und allen helfen. Mein süßes Cousinchen. Topgey, hol dir einen Teller. Das Essen ist fertig. Ich habe nicht viel Hunger. Komm, setz dich hin. Mein ältester Bruder war bis zur 6. Klasse in der Schule und ist dann Mönch geworden. Der zweitälteste hat die Schule nach der 5. Klasse abgebrochen und ist auch ins Kloster gegangen. Der dritte geht in die 7. Klasse auf ein Internat, 1 Stunde von meiner Schule entfernt. Ich hoffe, dass ich da nach der 6. Klasse auch hingehen kann. Meine Mama bedeutet mir sehr viel. Sie bringt mir alles Wichtige im Leben bei. Auch das, was mein Vater mir nicht gezeigt hat. Er hat uns verlassen, als ich noch ganz klein war. Meine Mama kann mich auch heilen. Wenn es mir schlecht geht, muss sie mich nur berühren. Und schon geht's mir besser. Morgen muss ich ein Feld bestellen. Nur eins? Und noch eins bewässern. Ich helfe dir. Jetzt wird geschlafen. Wir müssen morgen früh raus. Licht aus. Ich wünschte, dass meine Mama nicht so hart auf dem Feld arbeiten müsste und stattdessen eine Lehrerin wäre. Dann könnte sie mit uns Kindern zusammenleben und müsste nicht so leiden, um uns zur Schule zu schicken. Sie hätte ein sicheres Einkommen und könnte ein Haus in unserer Hauptstadt Thimphu bauen. Sie hätte ein besseres Leben. Steck einen Samen neben den anderen. Mama, ich mache mir Sorgen wegen des Mathe-Tests morgen. Warum machst du dir Sorgen? Ich schicke dich in die Schule, damit du ordentlich lernst. Aber ich habe immer so wenig Zeit wegen der Hausarbeit. Dann musst du eben lernen, mit deiner Zeit besser umzugehen. Meine Mama ist nie zur Schule gegangen. Sie kann weder lesen noch schreiben. Als sie klein war, gab es in der Umgebung keine Schule. Sie kann mir deshalb nicht bei den Hausaufgaben helfen. Und Mathe versteht sie auch nicht. Ey, hör auf, mit dem Schwanz zu schlagen. Auch wenn sie mir nicht helfen kann, weiß sie, dass Bildung sehr wichtig ist. Und deswegen schickt sie uns Kinder zur Schule. Verbummel deine Zeit nicht und lern anständig. Schnell, Tshering, es wird dunkel. Pass gut auf die Eier auf. Die Zeit zu Hause geht immer so schnell vorbei. Jeden Sonntag bin ich traurig, weil ich zurück muss in die Hütte im Tal. Aber es geht nicht anders. Ich bin sehr müde von dem langen Weg. Aber ich habe am Wochenende kein Mathe gelernt und muss mich jetzt auf den Test morgen vorbereiten. Sicher habt ihr alle gut für den Test gelernt. Ja. Wir schreiben den Test draußen. Wisst ihr warum? Damit wir nicht abschreiben. Keiner schreibt ab. Jeder arbeitet für sich. Lasst uns rausgehen. Ja. Okay, alle in einer Reihe und nehmt eure Sachen mit. Kinder, ihr habt noch 5 Minuten. Bringt den Test zu Ende und macht noch schnell die einfachen Aufgaben. Die Zeit ist rum. Hört auf zu schreiben. Legt eure Stifte hin, ich sammle jetzt die Hefte ein. Ich habe nicht alles geschafft. Wie war's? Schwer. Fand ich auch. Komm, lass uns Badminton spielen. Wenn eine gute Fee mir einen Wunsch erfüllen könnte, wünschte ich mir, Ärztin zu werden, ohne lernen zu müssen. Jetzt werde ich euch die Ergebnisse mitteilen. Viele haben es sehr schlecht gemacht. Die Mehrheit hat gerade so bestanden, aber die Qualität der Arbeiten entspricht nicht den Anforderungen. Tikaram, na, wie viele Punkte hast du bekommen? 6. Na, nah dran, du hast 5 von 20 Punkten. Gerade so bestanden. Dir fehlen 0,75 Punkte zum Bestehen. Du hast 4,25 Punkte. Mach's nächstes Mal besser. Fürs Durchfallen gibt's keinen Applaus. Du hast 2,75 Punkte durchgefallen. Tshering, wie viele Punkte hast du? Zwei? Nein, noch weniger. Du hast nur 1,25 von 20 Punkten, nicht mal ein Drittel der Punktzahl. Wenn du so weitermachst, schaffst du die Versetzung in die 7. Klasse nicht. Du musst dich sehr verbessern. Habt ihr noch Fragen zu euren Noten? Mein größter Traum ist es, Ärztin zu werden. Da liegt noch ein steiler Weg vor mir.